Eingaben. Dieses Programm demonstriert man mal, wie man mit Eingabeanweisungen arbeitet. Zunächst diese Anweisung. In dieser Anweisung passiert Folgendes: Es wird eine Variable Zahl definiert und Speicherplatz angelegt. Der initiale Wert berechnet sich aus dem Aufruf dieser Eingabeanweisung, dieses Eingabeausdrucks, so wie es in Java eigentlich ist. Es wird nämlich ein Befehl aufgerufen, der heißt readInt, der in der Klasse IO definiert ist. Und was zunächst gemacht wird, es wird zunächst eine Ausgabe auf dem Bildschirm gegeben, Zahl. Anschließend wartet das Programm darauf, dass der Benutzer eine Zahl eingibt. Diese Zahl muss er dann mit der Return-Taste abschließen. Gibt der Benutzer beispielsweise 2, 3, 4 ein, wird geliefert als Ausdruck oder als Wert des Ausdrucks die Zahl 234. Gibt der Benutzer über die Tastatur beispielsweise 4, 5 an, wird der Wert 45 geliefert. Wichtig ist, wenn der Benutzer über die Tastatur keine gültige Zahl eingibt, wie beispielsweise ABC, dann wird über diese Prozedur, über diesen Befehl, immer der Wert 0 geliefert. Das ist im Prinzip ja ein Fehlerfall, aber in diesem Fall macht die Prozedur Folgendes, diese Anweisung Folgendes, dass 0 geliefert wird. Dann wird hier Zahl mal Zahl berechnet und Quadratzahl zugewiesen. Und dann erfolgt die Ausgabe Quadratzahl, Doppelpunkt, und der Wert, der berechnet wurde. Und es erfolgt ein Zahlenvorschub. Dann erfolgt die Ausgabe Kubikzahl. Und dann wird Quadratzahl mal Zahl als Ausdruck genommen und entsprechend die Kubikzahl, der Wert, auf dem Bildschirm gegeben und es erfolgt wieder ein Zahlenvorschub. Schauen wir uns das mal an. Hier ist das Programm. Wir kompilieren. Und führen aus. Es erfolgt die Ausgabe Zahl. Jetzt gebe ich beispielsweise mal an 4, 5. Und es erfolgt die Ausgabe, die Quadratzahl von 45 ist 2025 und die Kubikzahl ist 91.125. Wenn ich aber beispielsweise als Zahl eingegeben hätte eine 6, dann würde berechnet die Quadratzahl von 6 ist 36 und die Kubikzahl ist 216. Und wenn ich jetzt eine fehlerhafte Zahl eingebe, beispielsweise DFG, dann habe ich ja gesagt, wird 0 geliefert und die Quadratzahl von 0 ist 0 und die Kubikzahl ist auch 0. Welche Read-Befehle es sonst noch gibt, dazu müssen Sie einfach mal in die Klasse io.java reingucken, beziehungsweise in die entsprechende README-Datei.